Moin! Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 hier auf der nordfriesischen Marsch. Vierfach-Map in der Version 1.6 ohne Gräben. Was machen wir hier? Wenn ich das mal wüsste. Nein. Wir sind dabei, Mais zu dreschen. Ich habe ja auch gesagt, ich will ein bisschen Körnermais haben. Warum auch immer er jetzt hier nicht versteht, was ich von ihm will. Nächsten passenden Wegpunkt. So. Mal so von Hand. Dann stellen wir uns mal hier rein. So, und wir lassen ihn mal fleißig hier dreschen. Wir sind auch noch nicht fertig mit dem Häckseln. Feld 12 ist fertig, Feld 9 noch nicht. Ich lasse aber erstmal unseren Aufschieber ein bisschen fahren, damit der, ja, damit der mal klarkommt. Ja, mal angucken, was der so macht. Der fährt jetzt eh erstmal ins Leere. Ja, er schiebt hier mir immer noch das Schild wieder zu hoch. Aber die Berge werden schon weniger. Wir sehen jetzt gleich, macht es runter und macht es wieder hoch. Jetzt hier wieder Seite und nimmt daher kaum was mit. Naja. Soll wohl so sein. Befürchte ich fast. Das ist unser Häcksler. So, was ich jetzt mal nicht mache beim Häckseln, ich lasse ihn jetzt mal nicht alleine häckseln. Also nicht mit einem Helfer, sondern ich lasse ihn mit Cosplay häckseln. Auch wenn Experience gesagt hat, mach das nicht. Ich mach das jetzt. Ist mir jetzt ehrlich gesagt mal gerade völlig egal. Ich will einfach ausprobieren. So, das ist Feld 9. So, dann rechne doch mal. Zeig mir den Kurs mal an. Ich muss gleich mal meine ganzen Abfahrer suchen, die irgendwo sind. So, und jetzt muss ich erstmal gucken, wo meine Abfahrer sind. Das sind nicht. Auch nicht. Das sind alle nicht.
hatte ich jetzt gerade leer gemacht. Ja, gut. Ich glaube, dass er auf dem falschen Trip war. Ich glaube, der wollte wegfahren. Braucht aber ja nicht, der ist ja leer. Das heißt, ich fahre ihn jetzt hier auf den Kurs. Und dann sollte er eigentlich alleine. Ja, dass man das immer wieder neu einstellen muss. Aber das scheint tatsächlich geholfen zu haben. Vielen Dank euch, meiner Community, das für den Tipp. So. Jetzt ist, tut der praktisch so, als ob er gerade wiederkommt. Von der BGA. Gut, fährt jetzt hier rüber auf Feld 12. Ist jetzt nicht so schön. Jetzt sagt er, ist noch kein Drescher in Reichweite. Fahre hinter Drescher. Jetzt hat er den Drescher da drüben gefunden. Also eigentlich in den Häcksler. Und dann müsste es jetzt hier mehr oder weniger automatisch gleich weitergehen. Und wie wir sehen, es geht automatisch weiter. Dann können wir uns den nächsten Abfahrer suchen. Wo stehe ich denn da? Feld 8. Da ist er. Achso, der ist hier noch ganz. Ja, das ist ja noch weit weg. Okay. Ja, hier sind wir wieder bei unserem Auffahrer. Und er macht wieder einen Auf. Was mir natürlich erstmal reichlich wenig bringt. Hand runter machen, gucken, ob das was bringt. Ja, scheinbar nicht. Ja, Körnermais wird es auch gar nicht so viel geben. Das nervt so ein bisschen. Warum macht der das Schild nicht runter? Ich meine, es ist bestimmt irgendwie wegen. Nein? Weil es hier so voll ist oder so schon. Kann ich mir vorstellen. So, wie voll ist denn jetzt mein Silo überhaupt? Das ist auf jeden Fall verdichtet. 2,9 Millionen. Hey! Der 900 Vario hat durchdringende Reifen. Voll ist oder was?
Ja. Das passt ja. Beobachten wir den nochmal. Also, was macht er da hinten? Das Axion hat durchdrehende Reifen. Welcher? Welcher Class Axion hat denn durchdrehende Reifen? Ach, der Class Axion. Nee. Boah. Wieso hast du denn durchdrehende Reifen? Achso. Na ja, gut. Weil eine Brücke im Weg ist. Das, ja, kann mal passieren. Das kann mal passieren. Jetzt ist der aber ja auch schon gleich voll. Da ist mein Abfahrer. Das möchte ich mal eben beobachten, weil da hatte ich ja so viel... Naja, so viel Ärger mit nicht, aber schon ein bisschen Ärger mit gehabt. Mein Abfahrer. Deshalb möchte ich das eben einmal beobachten, ob er das vernünftig macht. Schieben nervt mich ja, ne? Aber ich muss doch hier aufschütten, auswählen und nicht verteilen und verdichten. Verteilen und verdichten war doch nur für Fahrsilos, oder nicht? Jo, er macht Platz, super. Ja, der Klaas ist schon wieder durch drin. Möchte ich trotzdem eben erst gucken. Wieso fährt er denn jetzt nicht los? So, jetzt fahr los. Da kommt ja auch gleich schon der zweite.
habe ich hier wieder so einen riesen Haufen. So ein Mist. Fangen schon mal mit dem Üblichen an. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Würde mich freuen. Es würde mich auch freuen, wenn ihr mich bei Facebook besucht. Friesenjung13 heiße ich da. Oder auf meiner Homepage kommt friesenjung13.de. Ja. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist heute Samstag. Und ja, vielleicht schaltet ihr heute Nachmittag ein zur zweiten Folge. Mal gucken. Ich schaue jetzt mal, ob er hier aufschiebt. Er macht wieder. Er fällt erstmal völlig daneben. Da quer rüber. Was auch immer das soll. Macht hier wieder seine Kreislauf-Dinger. Keine Ahnung, was der Quatsch soll. Ist hier irgendwie so. Ritual ist oder so, so eine Art Regentanz. Ich habe keine Ahnung. Naja, ich sage erstmal ciao. Wir sehen uns heute Nachmittag.